Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zu einem ganz fixen kleinen Ankündigungsvideo, die Gamescom betreffend. Ihr seht es im Hintergrund oder auch im Vordergrund. Der Gamescom Panzer in Form des Primo Victorias bei mir und im Hintergrund der Haupteingang der Messe Köln. Ich habe auch noch dabei den Mörb. Hallo. Hallöchen, und bei mir seht ihr auch den Hintergrund des Eingangs der Gamescom Köln. Bloß ich habe den Primo Victoria nicht. Ich zeige euch einfach hier den Scorpion G. Und ich bin ebenfalls nicht alleine mit dem O'Hare. Der Van Ori ist nämlich auch da. Ja, moin, moin. Ich bin auch da. Und bei mir zu sehen, nur ganz langweilig, die Webseite von der Gamescom im Hintergrund. Schiebo. Beim Panzer sehen. Ja, worum geht's? Wir sind natürlich zu dritt wieder wie letztes Jahr auf der Gamescom unterwegs. Dieses Jahr auch wieder am Donnerstag und am Freitag. Und wir wollen euch einfach quasi nur ganz kurz mitteilen, wann ihr uns ungefähr auf dem Wargaming-Stand sehen, treffen, Hände schütteln, umarmen, was auch immer könnten. Also wir lassen es mal bei den Sachen irgendwie. Wir wollen es nicht also gleich übertreiben. Deine geheimen Wünsche sprichst du nicht aus. Ne? Genau. Schlüpfe. Mörb hat es ja schon mal angekündigt. Ich hatte es jetzt auch im letzten Livestream schon mal kurz angedeutet. Mörb ist am Donnerstag bei Sir Nossi im Livestream dabei von 14 genau. bis 15 Uhr. Das heißt, genau. wir sind ungefähr ab 13 bis 15.30 auf dem Wargaming-Stand anzutreffen. Mörb ist halt dann für eine Stunde mal kurz im Livestream und nicht da. Aber so in diesem Zeitrahmen könnt ihr uns am Donnerstag auf dem Wargaming-Stand treffen. Und wann sehen wir uns am Freitag? Am Freitag habe ich ja dann meins am Stand selber, also wo ich selber streame, wo ich dann den lieben O'Hare und den lieben Van Ori als Gast mit hineinnehme. Wer in welcher Reihenfolge, in welcher Art, das werden wir dann spontan machen müssen. Aber wir sind auf jeden Fall von 9 bis um 11.30 Uhr dann in diesem Stream drin. Danach ab 11.30 Uhr sind wir höchstwahrscheinlich erstmal verfügbar, ne? Und genau. vielleicht, je nachdem, ob ich jetzt beide gleichzeitig reinnehmen kann oder halt auch nicht, das ist eine Platzfrage, ne? Ihr versteht. Kann auch sein, dass die beiden sich abwechseln müssen, dann ist halt der jeweilige eine halt draußen und eventuell verfügbar. Aber bitte klaut ihn. Ja, also dann sind wir ab 11.30 Uhr im Grunde verfügbar, genau. Und dann halt abends, ne? Wo sind wir da, Van Ori? Da sind wir dann auf der Wargaming Party. Hurra! Genau. Und dort sind wir natürlich auch verfügbar. Also alle drei werden wir dort sein. Ich habe hier auch mein Wargaming Player Party Gamescom Ticket ausgedruckt. Ich hoffe, alle, die hinkommen machen. Wollen, die haben das auch du gemacht. Das alles noch machen. Ich habe das ja alles schon vorbereitet. Hey, ich bin mal schneller als ihr. Ja, das dann in einem Palladium in Köln stattfinden wird, wo wir dann auch Sabaton. Ich bekomme das jeden Tag zu hören von meiner Frau, dass sie da gerne. Noch nicht, Schatz, noch nicht. Sie hat gerade eben gesagt, heute habe ich noch gar nichts gesagt. Ja, also auf jeden Fall ja, werden wir dort sein, werden dann Sabaton hören, werden Gespräche führen, auch gerne mit euch, wenn ihr dort seid. Und ich freue mich darauf, ich freue mich auf euch und ich bin mit die anderen beiden Jungs auch, ne? Ja, absolut. Auf jeden Fall. Wichtig dabei ist, wir kennen eure Gesichter nicht. Wir wissen nicht, ob ihr uns kennt oder nicht. Denn wir reden eigentlich immer noch mit einer Kamera oder einem Bildschirm. Also, wenn ihr uns am Donnerstag oder am Freitag, sei es auf der Messe oder dann halt bei der Wargaming Party seht und ihr euch mit uns unterhalten wollt, dann müsst ihr zu uns kommen. Mund aufmachen ist die Devise. Genau, richtig. Also kommt einfach zu uns, quatscht uns an und traut euch, wir beißen nicht. Nicht oft. Meistens. Nicht und ja, aber Spaß. Also natürlich, seid auch nicht überrascht, wenn wir vielleicht dann auch kurz mal erstmal überrascht sind, ja. weil wir sind das nicht gewöhnt. Für uns ist das auch ganz neu. Wir hatten letztes Jahr zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, dass wir erkannt wurden. Von einer Person nur. Aber das war trotzdem schon eine Überraschung. Und also rechnet einfach auch mit einer überraschten Reaktion von uns. Es war verwirrend. Genau. Absolut, ja. Aber wir freuen uns trotzdem auf euch. Und wenn ihr wissen wollt, aktuell, wo wir uns aufhalten, Van Ori und ich werden versuchen, immer mal ein bisschen zu twittern. Mörb hat irgendwie Handyprobleme oder ist gerade in der Vertragsumstellung und weiß nicht, ob sein Handy Telefon. Zur Zeit der Gamescom funktionieren wird. Ist super, wenn man sich irgendwie verabreden will. Ja, also es muss funktionieren, aber das könnte sein, dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche.
Genau. Also aktuelle News gibt es dann bei Vanori oder bei mir O'Hare auf dem Twitter-Account, ob wir jetzt gerade aktuell auf dem Wargaming stand sind oder nicht. Den Link zu Twitter findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. So sieht's ja aus. Gut. Und ich hoffe, wir haben alle essentiellen Informationen rausgebolzt. Ne? Und ich hoffe es auch. Ja, für alle, die nicht auf die Gamescom kommen Twitter, können. Ne? Genau. Und für alle, falls ihr nicht auf die Gamescom kommen könnt, dann werden wir versuchen, euch Freitag morgen. Guckt den Livestream! Genau, denn wir werden Platoon mit euch fahren. Das ist der Plan. Wir machen Platoon fahren von der Gamescom mit euch. Ich weiß, das ist mehr oder weniger so ein bisschen der Standard, aber gleichzeitig, und das haue ich jetzt mal raus, ich werde so ein bisschen den lieben O'Hare und den Vanori natürlich auch ein bisschen interviewen in der Zeit. Was? Ich muss mich vorbereiten. Ja. Ausflüchte. Ja, ganz, ganz sachlich. Ich meine, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ne? Ja. Gut, also, liebe Leute, das war's dann. Bis ja, Donnerstag, wenn ihr wollt. Macht's gut. Tschüss und ade. Tschüss. Ciao.